Im Wiener Rathaus wurde heute der Kulturleitfaden für die Stadt Wien vorgestellt. Bürgermeister Michael Ludwig hat den gemeinsam mit vielen Experten auch präsentiert. Und ein Thema war natürlich auch der Zwist mit dem Innenminister, nämlich mit Karl Nehammer. Was Bürgermeister Michael Ludwig zu sagen hat, das hören wir jetzt im folgenden Interview. Herr Bürgermeister, ja, heute wurde der Kulturleitfaden für Wien vorgestellt. Was sind denn hier die wichtigsten Maßnahmen für die Bundeshauptstadt? Ja, wir haben sehr eng als Stadt Wien mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheits-, aus dem Medizinbereich zusammengearbeitet unter Einbeziehung der Kulturschaffenden, der Künstlerinnen und Künstler, vor allem aber auch der Intendanten, der Direktorinnen und Direktoren, die für viele Kulturinstitutionen haftbar sind. Und uns war wichtig, dass wir zum einen darüber diskutieren, welche Möglichkeiten gibt es in der Finanzierung, diese schwierige Phase zu überstehen, aber auch welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, dass Kultureinrichtungen wieder aufsperren können. Und man muss sagen, das ist ja ein sehr komplexes und sehr ausdifferenziertes Feld, der Kulturbereich. Es gibt andere Herausforderungen im Bereich der darstellenden Kunst, bei Konzerten, Theatern. Wenn man sich Museen und Ausstellungen anschaut, sind wieder ganz andere Erfordernisse oder im Kino beispielsweise. Und uns war wichtig, dass wir mal auch als eine Diskussionsgrundlage mit den Verantwortlichen in der Bundesregierung eine Diskussionsgrundlage schaffen, Leitlinien schaffen, unter denen die verschiedenen Kunst- und Kulturbetriebe funktionieren können, ohne dass es zu einer Gefährdung der Akteure kommt, aber auch des Publikums. Und ich bin sehr dankbar, dass sich hier in einem Dialog die Expertenrunde der Medizin mit den Kulturschaffenden sehr gut gefunden haben und auch wechselseitig im Dialog solche Leitlinien entwickelt haben. Hier herrscht Dialog, weniger Dialog herrscht momentan mit dem Innenminister, der der Stadt Wien doch sehr viel vorwirft. Heute hat er davon gesprochen, dass man als Wellenbrecher sozusagen vorgehen müsse, dass die Statistik völlig gegen die Stadt Wien spricht. Sie haben gesagt, der Bundeskanzler, der soll einmal den Innenminister zur Ordnung rufen. Was meinen Sie da genau? Ja, also die Wortwahl des Innenministers ist völlig unverständlich. Es ist von der Bundesregierung immer ein nationaler Schulterschluss eingefordert worden in einer schwierigen Situation. Wir haben unsere Stadt Wien immer daran gehalten und es hätte in den vergangenen Wochen und Monaten vieles zu kritisieren gegeben, auch an den Maßnahmen der Bundesregierung, insbesondere auch an der Umsetzung der verschiedensten Maßnahmen. Wir haben das als Stadt Wien nie getan, weil es uns wichtig war, keine Irritation in der Bevölkerung auszulösen. Und man versteht einfach nicht, was den Innenminister hier bewegt. In der Wortwahl, dass man von einem Tsunami spricht und von einem Wellenbrecher rund um Wien, in einer Situation, wo wir heute in Wien 25 Neuinfizierte haben. Gestern waren es 17. Wir sind eine Stadt mit fast 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und da spricht der Innenminister mit einer Situation, mit der er offensichtlich nicht umgehen kann, wo er von einem Tsunami-Wellenbrecher spricht und die Stadt Wien ermahnen möchte. Und man fragt sich natürlich, wo war der Innenminister in Phasen der letzten Wochen und Monate, wo es ganz andere Zahlen gegeben hat. Da könnte ich mich nicht erinnern, dass der Herr Innenminister sich bemüßigt gefühlt hat, wen zu ermahnen oder Vorschläge zu machen. Also ich denke, dass wir in Wien sehr gut kooperieren mit der Bundesregierung, insbesondere mit dem zuständigen Bundesminister Anschober, der aufgrund der gesetzlichen Lage auch der Hauptakteur ist im Fall einer Epidemie. Wir arbeiten sehr gut zusammen mit der Wiener Polizei. Ich möchte es ausdrücklich betonen, überhaupt keine Rede davon, dass wir nicht auf die Möglichkeiten der Wiener Polizei zugreifen. Wir haben da eine sehr gute und enge Kooperation, schon traditionell. Und von daher ist mir diese Wortwahl völlig unbegreiflich. Und ich fordere auch den Bundeskanzler auf, hier seine Minister zur Ordnung zu rufen und darauf zu schauen, dass er die gute Zusammenarbeit nicht immer dann sucht, wann die Bundesregierung das benötigt, sondern ich erwarte mir auch als Wiener Bürgermeister, dass diese gute Zusammenarbeit auch im Alltagsleben seinen Platz findet. Letzte Frage, ist damit der Vorwahlkampf schon ein bisschen eröffnet? Ja, da müssen Sie den Herrn Innenminister Nehammer fragen. Wir haben ja eine solche Diskussion nicht begonnen. Wir verstehen auch nicht, warum das in einer Situation, in der Gott sei Dank vieles zum Abklingen ist, wo wir jetzt mehr als eine Woche keinen einzigen Todesfall in Wien gehabt haben, der auf Corona zurückzuführen ist, wo die Zahl der Neuinfizierten im Wesentlichen zurückgeht im Verhältnis zu den gesundeten Personen. Also von daher ist das in einer solchen Situation völlig unverständlich. Aber vielleicht dient es schon der Prävention, nämlich dass durch die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt setzt, es eine
Welle an Neuinfektionen gibt, dass man dann schon einen Schuldigen hat, nämlich die Stadt Wien. Wir sind das eh gewohnt. Aber ich verlange vom Bundeskanzler nicht, dass wir besser behandelt werden in Wien, aber wir wollen nicht schlechter als andere Bundesländer behandelt werden. Und von daher wollen wir uns das nicht gefallen lassen. Und da ist der Bundeskanzler jetzt gefordert.